Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24 zur aktuellen Sendung vom 10. bis 14. Februar 2023. Nachdem es in unserer letzten Sendung beim Karneval richtig locker flockig daherging, wollen wir heute auch mal etwas ernstere Themen ins Visier nehmen. Am 13. Februar jährt sich die Zerstörung der Stadt Dresden im Zweiten Weltkrieg. Angesichts des Ukraine-Krieges, aber auch der verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien, ein Thema, das uns alle auch mal zum Nachdenken und Innehalten bewegen sollte. Wir sprechen über die aktuellen Themen in der Stadt Ruhland und schauen aufs Wetter. Und diesmal nicht nur in den Nachrichten. Die Nachrichten haben wir aber immer als erstes für Sie im Programm. Danach folgt gleich unsere Programmübersicht. An Bord und werde Teil unseres Teams. Denn wir leben Gesundheit. Von Mensch zu Mensch sind wir da, um unseren Patienten und Patientinnen zu helfen. An lebenswerten Standorten in einer Wohlfühlregion. Sana Kliniken Niederlausitz. Dein Job im Lausitzer Aufbruch. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24 die Woche mit den wichtigsten Meldungen der letzten Tage. Auch im Oberspreewald-Lausitz-Kreis ist an diesem Freitag an die Erdbebenkatastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion gedacht worden. An den Dienststellen des Landkreises USL und an den Rathäusern wehten die Fahnen am 10. Februar auf Halbmast. Anlässlich der Erdbebenkatastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion hatte das Bundesinnenministerium für diesen Freitag Trauerbeflaggung angeordnet. Sie gilt dem Gedenken an die Opfer und Angehörigen in den betroffenen Gebieten. Die Erdbeben Anfang der Woche waren die schwersten seit mehr als 20 Jahren in der Region. Sowohl auf türkischer als auch auf syrischer Seite wird bislang von Tausenden Toten und Zehntausenden Verletzten berichtet. Das Auswärtige Amt informiert auf seiner Internetseite über die Erdbeben und Spendenmöglichkeiten. Nach einem schweren Verkehrsunfall am Sonntag in einem ehemaligen Tagebaugelände zwischen Polei und Saalgast macht die Polizei auf das Fahrverbot in ehemaligen Tagebauen aufmerksam. Speziell das Motorradfahren sei mit erhöhten Risiken wie zum Beispiel abrutschenden Böschungen verbunden. Bei dem Unfall am Sonntag hatte ein 40-jähriger Motorradfahrer schwerste Verletzungen erlitten. Er war in dem ehemaligen Tagebaugelände gegen einen zwischen zwei Bäume gespannten Draht gefahren. In dem Fall hat die Mordkommission der Polizeidirektion Süd jetzt Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen. Es werde der Verdacht des versuchten Totschlags geprüft. Unfälle mit gespanntem Stacheldraht, wie am 5. Februar bei Saalgast, werden Offroad-Fahrern im ehemaligen Tagebauen immer wieder zum Verhängnis. Die Schüler des Emil-Fischer-Gymnasiums in Schwarzheide hatten am Dienstag einen ganz besonderen Schultag. And it was very British. Englischunterricht einmal anders. Das war am 6. Februar die Devise am Emil-Fischer-Gymnasium in Schwarzheide. Da wurde die Aula zu einer kleinen Theaterbühne, denn The Phoenix Theater war zum traditionellen Englisch-Theatertag des Gymnasiums zu Gast. James Grimstone und Imogen Thomas inszenierten für die unterschiedlichen Jahrgangsstufen drei Theaterstücke in Englisch. Für die Klassen 5 bis 7 gab es das Musical Banana Gang, was sich um die Helden und Gangster der 20er Jahre dreht. Bei Furious Games werden den 8. und 9. Klassen schwierige Themen wie Aggressionen an Schulen nähergebracht. Zuletzt konnten die 10. und 11. Klassen eine gekürzte Version von Shakespeares Hamlet sehen. Die sehr interaktiv gestalteten Stücke sollen den Schülern Englisch auf eine interessante und künstlerische Art und Weise näherbringen. Nach den Aufführungen konnten die Schüler mit den Schauspielern fachsimpeln, natürlich auch auf Englisch. It was a very British day for the students. Aktuell gibt es eine neue Betrugsmasche in den sozialen Netzwerken. Das teilt die Polizei mit. Mit einer fingierten Nachricht über Kindesentführung samt Phantombild haben die Täter versucht, Nutzer über einen Link auf eine Internetseite zu locken. Auch in Südbrandenburg tauchte dieser Post mit verschiedenen Städtebezeichnungen in der Timeline einiger Nutzer auf. Die Entführung ist frei erfunden, vielmehr sollen damit Nutzerdaten erbeutet werden. Ein Fall von sogenannten Phishing.
Die Polizei rät vor Weitergabe von persönlichen Daten zu prüfen, ob es sich um eine vertrauenswürdige Internetseite handelt. Seriöse Informationen über aktuelle Straftaten gibt es auf der Internetseite der Brandenburger Polizei. Komplett richtig verhalten haben sich zwei betroffene Kinder bei einem Wohnungsbrand am Dienstag in Lauchhammer. Die Feuerwehr wurde am Dienstag gegen 14.30 Uhr nach Lauchhammer Mitte in die Neustadt 3 gerufen. Dort war aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung in einem Wohnblock in der Weinbergstraße ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr musste zwei Kinder aus der Wohnung retten. Sie hatten sich richtig verhalten und sich auf den Balkon der Wohnung begeben. 25 Kameraden waren im Einsatz. Die Löscharbeiten waren gegen 16 Uhr beendet. Die betroffene Wohnung im ersten OG ist nicht bewohnbar, weitere Wohnungen sollen jedoch nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Noch am Nachmittag hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Und das sind weitere Kurzmeldungen. Die LEAG will bis 2030 einer der größten deutschen Grünstromerzeuger werden. Dazu plant sie den Neubau von H2-Ready-Kraftwerken an den Standorten Jenschwalde, Schwarze Pumpe, Boxberg und Lippendorf. In Kooperation mit dem Energieunternehmen HH2E soll eine vollständige Wertschöpfungskette von grünem Wasserstoff entstehen. Beide Unternehmen haben eine Absichtserklärung dazu unterschrieben. In diesem Jahr gibt es an der Oberschule am Wehlenteich in Lauchhammer keinen Tag der offenen Tür. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grund sind die umfangreichen Baumaßnahmen zur Vorbereitung der Digitalisierung. Eltern und zukünftige Schülerinnen und Schüler können sich auf der Homepage der Oberschule über die Schule und ihr Konzept informieren. Persönliche Gespräche sind nach Terminvereinbarung möglich. Die Stadtwirtschaft Schwarzheide führt in den kommenden Wochen die jährliche Baumpflege durch. Damit soll in erster Linie die Verkehrssicherheit erhalten werden. Während der Maßnahmen kann es in den betroffenen Straßen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Wo konkret gearbeitet wird, finden Sie auf der Homepage der Stadt. Für Halter bestimmter Tierarten in Brandenburg gelten neue Schutzrichtlinien. So wurden zum Beispiel Zebrawälze unter Schutz gestellt. Halter dieser Fische müssen ihren aktuellen Bestand vor dem 23. Februar beim zuständigen Landesamt für Umwelt anmelden. Danach dürfen sie nur noch mit einem legalen Herkunftsnachweis angemeldet und gehalten werden. Neben dem Zebrawels wurde auch eine nordamerikanische Gattung Höckerschildkröten und mehrere süd- und mittelamerikanische Erdschildkröten unter Schutz gestellt. Antiquitäten- und Klavierhändler sollten beachten, dass im Januar alle Vermarktungsgenehmigungen für Elefantenelfenbein ungültig wurden und unter strengeren Bedingungen neu beantragt werden müssen. Das waren die Nachrichten der Woche und nun schauen wir noch auf das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Der Samstag wird kühl mit 2 bis 5 Grad. Dabei ist der Himmel den ganzen Tag bedeckt und es kann vereinzelt zu leichten Schauern kommen. Am Sonntag steigen die Temperaturen auf 5 bis 9 Grad. Ebenfalls bleibt es stark bewölkt, allerdings ohne Aussicht auf Regen. Der Montag verhält sich ähnlich mit 4 bis 8 Grad, einigen Wolken und einer geringen Niederschlagswahrscheinlichkeit. Schlosspark Center, Ihr City-Einkaufscenter im Herzen von Senftenberg. 25 Geschäfte laden zum Shoppen ein. Bummeln, einkaufen und Spaß haben bei entspannter Einkaufsatmosphäre. Neben einem vielseitigen Gastronomieangebot locken unsere Geschäfte regelmäßig mit Rabattaktionen. Und nicht vergessen, das Parken im Parkhaus ist für 3 Stunden kostenfrei. Schlosspark Center Senftenberg. Einkaufen, wo ich zu Hause bin. Die NB-Clubnacht. 18. Februar.
Mit Lichtgeschwindigkeit durchs Netz? Das kann nur Glasfaser. Die innovative Lichtwellenleitertechnologie sorgt für nie dagewesene Bandbreite, um ein Vielfaches schneller als herkömmliche Methoden mittels Kupferleitungen. Highspeed-Internet, Fernsehen in Full HD, Telefonie in höchster Sprachqualität, 4K-Streaming und das alles gleichzeitig in beliebig vielen Haushalten ohne Geschwindigkeitsverlust. Sie wollen weg von permanenten Geschwindigkeitseinbußen? Dann fragen Sie uns, Ihre LKG, die Glasfaser-Experten aus der Region. In den nächsten exakt 5 Minuten geht es um die vielleicht zweitwichtigste Nebensache der Welt. Denn Sie wissen ja, vorher will jeder wissen, wie es wird. Und wenn es dann da ist, ist es nur wenigen recht. Liebe Zuschauer, es geht ums Wetter. Wenn es im Februar nicht schneit, schneit es in der Osterzeit. Ja, die guten alten Bauernregeln, sie sind für viele der Wetterbericht schlechthin. Wenngleich, Ostern richtet sich nach Frühlingsbeginn und dem ersten Vollmond danach mit einer Zeitspanne zwischen dem 22. März und dem 26. April. Das lässt Raum für Spekulationen. Deshalb blicken wir erst einmal zurück auf ein außergewöhnliches Wetterjahr 2022. Mit dem trockenen Frühjahr und mit dem heißen Sommer, das hat uns ja alle doch bewegt und hat auch Auswirkungen gehabt und hat die Landschaft und die Menschen geprägt hier in der Lausitz. Wie gesagt, das war dann im September wie ein Wunder. Der Regen setzte ein und die Natur, die vertrocknet war, es war Wüstenlandschaft entstanden oder Steppenlandschaft, die ist dann wieder grün geworden und es hat sich alles wieder entwickelt. Das war eigentlich beeindruckend. Das haben wir schon manchmal erlebt, aber ich glaube im letzten Jahr 2022 war das besonders interessant und gut und schön, weil wir eben doch regelrecht ausgedörrt waren. Wir haben ja im vorigen Jahr extrem wenig Niederschlag gehabt. In Lindenau habe ich 200 mm weniger gemessen als die Norm von 626 mm. Das ist ja unheimlich viel eigentlich. Und dazu kommt, es fing im März mit 8 mm an. Also ab März hatten wir ganz, ganz wenig Niederschläge. Und das vertragen unsere Sandböden, das verträgt unsere Lausitz, das vertragen die Menschen hier nicht. Und damit kämpfte auch sie, die direkt von der Erde lebt, die Landwirtschaft. Die Ernte sah nicht gut aus, sie war auch nicht, war keine Spitzenernte, aber es wurde eben mehr geerntet, als man erwartet hatte. Getreide um die 40 Dezitonnen zu DDR-Zeiten, die ich ja auch noch erlebt habe, hätten wir uns über solche Erträge gefreut. Heute ist das eben zu wenig. Das Grünland ist ausgebrannt, die vitierenden Weiden mussten zugefüttert kriegen, weil sonst, die hatten kein Futter. Das gab es eigentlich schon lange in der extremen Lage wie im letzten Jahr nicht. Das kann eigentlich und wird, hoffe ich, im Jahr 2023 wieder besser werden. 67 mm Januar-Niederschläge registrierte Rudolf Kupfer in Lindenau, deutlich über der Norm. Reicht das aus für Mutter Natur? 30 cm kann man so einschätzen, ist der Regen in den Erdboden eingedrungen. Die unteren Schichten sind nach wie vor trocken und warten auf Wasser. Wir hatten dann in diesem Jahr erfreulicherweise schon heute jetzt aktuell den 5. Winter. Das waren alles kurze Winter. Der jetzt hier ist auch wieder kurz. Und Schnee ist eigentlich, der jetzt gefallen ist, leider ist er schon wieder ein bisschen getaut, wie Gold. Weil wenn Nachtfrost kommt, wie wir gegenwärtig haben, so von 8, 9 Grad Frost, Barfrost, der macht Schaden. Der macht dann Schaden, wenn er noch tiefer und weitere Temperaturen, Abstürze passieren in der Lausitz, gibt es dann Probleme, wie gesagt. Und der 5. Winter, man sagt ja immer, 7 kommen, 2 sind noch offen. Im letzten Winter hatten wir sozusagen überhaupt keinen gehabt. Und da sind wir dieses Jahr schon gut dran. Pendelwinter, die waren alle noch kurz. Aber wie gesagt, wir hatten Winter und das ist natürlich schön. Und wer in diesen frostigen Tagen mit offenen Augen und Ohren übers Land streift, sieht sie schon im satten Grün. Die Tulpentriebe und Osterglocken. Auch manch ein Wintervogel scheint der Jahreszeit weit voraus.
Ja, das ist richtig. Wir haben ja auch gerade hier gehört, die Kraniche schreien am Großteich zum Beispiel hier in Lindenau. Also sind Vögel schon da natürlich und die haben dann ihre Zeiten. Ich habe letztens im Park Lindenau auch 5 Eichhörnchen gesehen, die sehr aktiv waren. Also in der Natur bewegt sich schon was, aber die brauchen eben noch wieder Dämpfer. Und es gibt ja große Wetterprognosen, die da sagen, Ende Februar, Anfang März wird es nochmal richtig kalt. Wir brauchen nochmal Kälte, damit die Natur sich nicht so weiterentwickelt. Wie gesagt, die Tulpen, die haben schon getrieben. Winterlinge blühen, Schneeglöckchen blühen. Das ist so eine typische Pflanze, die dann im Frühjahr ja um die Zeit relativ früh in diesem Jahr blüht. Wie gesagt, wir sind da relativ weit schon und das muss nicht getrieben werden, das muss erstmal gestoppt werden. Wir hatten ja im Januar 3 Grad zu warm. Das ist natürlich extrem. Und das Schlimmste oder das Bemerkenswerteste war eigentlich, in der Neujahrsnacht, hatten wir nachts um 0.30 Uhr 17 Grad Wärme. Das sind Sommertemperaturen zu Neujahr gewesen. Das hat man eigentlich schon lange nicht. Und das ist eigentlich vielleicht, viele haben es ja gemerkt, bei den Feuerwerken und so, das war schon eigentlich eine Sensation. Und das wird in die Wettergeschichte und die Wetterchronik für 2023 sicher eingehen. Es bleibt wohl spannend, das Wetterjahr 23. Und wie steht's nun um die Bauernregeln? Finden Sie es heraus, denn kalter Valentin, früher Lenzbeginn. Ein Blick aufs Thermometer am 14. Februar könnte sich also lohnen. Unternehmensnachfolge ist ein Thema, das auch in unserer Region großgeschrieben werden muss. Viele Betriebsinhaber gehen bald in Rente und oft fehlt ein geeigneter Nachfolger. Dann bleibt nur der eine Weg, die Firma aufzugeben. In Ruhland ist das jetzt gleich bei 2 Traditionsunternehmen der Fall. Leider haben die Geschäftsinhaber ein Interview gegenüber Seenluft 24 abgelehnt. Aber Bürgermeister Thomas Hönsch hat uns verraten, wie es jetzt weitergehen soll. Das Jahr 2023 ist ja für die Stadt Ruhland nicht unbedingt optimal gestartet. 2 wichtige Traditionsunternehmen schließen, zum einen die Apotheke, zum anderen die Fleischerei. Wie haben Sie das aufgenommen, Herr Hönsch? Ja, ich sag mal, es war erstmal eine Schocknachricht, das musste man verdauen. Wie Sie ja schon gesagt haben, die Traditionsunternehmen in Ruhland, auch 2 Unternehmen, die meiner Ansicht nach zu einer Stadt dazugehören. So ein bisschen Grundbedürfnis, jeder will zum Fleischer, jeder braucht was aus der Apotheke. Also von daher schon eine traurige Nachricht. Wie wird es da jetzt weitergehen? Es geht ja vor allen Dingen auch für ältere Menschen um eine gewisse Versorgungssicherheit. Haben Sie schon eine Lösung? Wir haben das innerhalb der SVV schon mal besprochen mit dem Amtsdirektor. Zwecks Fleischer werde ich jetzt demnächst mal die umliegenden Fleischer anschreiben, ob sich dann vielleicht jemand vorstellen könnte, in Ruhland eine Zweigstelle im Geschäft aufzumachen, weil die Kundschaft ist ja da. Und ähnlich mit der Apotheke. Apotheke, dazu haben wir Gespräche mit der Wirtschaftsförderung vom Landkreis geführt. Auch da werden wir unterstützt, auch hier die umliegenden Apotheker anzuschreiben, ob denn in Ruhland jemand was eröffnen möchte, beziehungsweise bei der Apotheke. Wir hatten das ja schon mal in einem Interview, ein zukünftiges Ärztehaus. Vielleicht gibt es da ja Möglichkeiten, dass man da eine Apotheke integrieren kann. Denn die Apotheke hier weiterzuführen ist wohl keine Möglichkeit. Es hat sich wohl kein Nachfolger gefunden. Also die Apotheke haben wir beim Amtsdirektor, da haben Gespräche stattgefunden. Was man sagen muss, wir befinden uns ja hier auf dem Markt, der ist schön, der ist mittelalterlich, der ist traditionell. Aber für so eine Geschäfte, wo man Barrierefreiheit und Ähnliches hat, da ist der Markt hier vielleicht ungeeignet. Schön wäre es natürlich, wenn hier auf dem Markt, das ist das Zentrum, hier kommen die Leute her. Aber wie gesagt, ich bin dann der Meinung, lieber eine Apotheke als gar keine Apotheke. Und die soll dann nach Möglichkeit am künftigen Ärztehaus etabliert werden. Wie ist da der Stand? Genau, das wäre eine Wunschvorstellung. Ich sag mal, das passt ja, wenn es hier nicht geht. Zum Stand, der Investor ist bestrebt, ein Ärztehaus in Ruhland zu errichten. Und in den März-Sitzungen bin ich zuversichtlich, dass wir dazu die ersten Beschlüsse, Grundstücke und Ähnliches haben und dann darüber diskutieren werden. Aber es ist ja dann doch eine ganz gewisse Zeit, mehrere Monate, wo beide Angebote vielleicht nicht hier in Ruhland vorgehalten werden können. Also das sowohl Fleischerei als auch Apotheke. Das ist richtig. Die Apotheke schließt ja Ende Februar, die Fleischerei im Sommer. Also die Fleischerei haben wir noch ein bisschen länger hier, Fleischerei Lehmann an Ort und Stelle. Und bei der Apotheke, sag ich mal, da müssen wir einen sauren Apfel beißen. In gewisser Zeit wird es definitiv keine Apotheke in Ruhland geben. Aber wie ich gesagt habe, wir sind da bestrebt, Lösungen zu finden und den Bürgerinnen und Bürgern wieder was anzubieten hier im Ort. Und ich denke, liebe Zuschauer, wir halten Sie diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass das so gelingt, wie Sie sich's vornehmen. Leckerer, selbstgebackener Kuchen.
frische, köstliche Waffeln, winterliche Eiskreationen und aromatische Kaffeespezialitäten. Wer in schöner, gemütlicher Atmosphäre genießen möchte, ist bei uns genau richtig. Gelato, Eiskaffee und Waffelhaus. Dein Familiencafé im Schlossparkcenter in Senftenberg. Mit großem Spielzimmer und viel Platz für die ganze Familie. Einfach anrufen oder vorbeikommen. Gelato. Lecker geht immer. Hello, hier gibt's die köstlichen Pfannkuchen frisch aus der Pfanne, ob glasiert oder mit Zucker bestreut. So schmeckt Heimat. Reserviert euch euren Pfannkuchen unter Telefon Lauchhammer 7142. Stadtwerke Senftenberg, Ihr regionaler Energiedienstleister für Strom, Gas und Fernwärme in Senftenberg und Umgebung. Sie finden uns in der Laukstraße 13 bis 15 in Senftenberg oder unter www.stadtwerke-senftenberg.de. Stadtwerke Senftenberg, passend für Sie, Strom, Gas und Wärme. Die Bombardierung von Dresden in der Nacht vom 13. Februar 1945. Der Feuerschein am Himmel war bis in die Lausitz zu sehen, auch in Schwarzheide, Lauchhammer und Ruhland. So haben es die Menschen berichtet, die diese Nacht am Ende des Zweiten Weltkrieges miterlebt haben. Auch Anneliese Schmidt ist so eine Zeitzeugin. Sie hat uns von ihren Erlebnissen am Ende des Krieges erzählt. Mittlerweile wohnt sie zwar nicht mehr in Schwarzheide, aber wir haben mit ihr telefoniert. Es geht ihr gut und ihre Botschaft bleibt dieselbe wie im Beitrag. Nie wieder sollen Menschen die Leiden des Krieges miterleben müssen. Aber leider ist das Thema Krieg aktueller denn je. Ich habe Angst, nicht für mich, sondern was für Leben erwartet mein Enkel, mein Urenkel. Und da hoffe ich nur, dass es ein gutes ist. Also 1939 sind wir nach Schwarzheide gekommen, aus Freienhofen. Mein Vater arbeitete da hier in der Brabak. Und ich bin noch ein Jahr in Schwarzheide zur Schule gegangen, bin 1940 konfirmiert worden. Und dann war ich noch 2 Jahre in der Handelsschule in Senftenberg. Damals fuhren wir mit dem Zug von Wandelhof nach Ruhland, in Ruhland umgestiegen und dann ging es nach Senftenberg. Handelsschule, wie muss man sich das vorstellen? In der Handelsschule wurde man in kaufmännischer Richtung ausgebildet. Man hatte dann eine kaufmännische Vorausbildung, aber keine Berufsausbildung. Aber es war eine kaufmännische Vorbildung. Wir lernten dort über Buchhaltung und Zinsberechnung und sowas. Das war die Ausbildung in der Handelsschule. Und die hat man nach 2 Jahren abgeschlossen und ging dann in Beruf. Und ich bin dann auch 1942 auch zur Brabak gegangen und habe dann dort 1 Jahr gearbeitet und wurde dann zum Arbeitsdienst einberufen, weil ich vorher gesagt hatte, dass ich zum Arbeitsdienst gehe und dann bei dem Wort geblieben bin, weil ich nicht meinen Dienst abgeleistet hatte und bin dann zum Arbeitsdienst gegangen. Das war 1943. Da bin ich nach Schlesien gekommen und bin beim Arbeitsdienst geblieben. Als ich dann dort in Grünberg war, waren das Arbeitsmeiden, die ihr Kriegshilfsdienstjahr machen mussten, Halbjahr. Und die haben in einer Munitionsfabrik gearbeitet. Und dort wollte ich nie arbeiten, denn das war alles andere als schön. Und auch die ganze Umgebung mit den Fremdarbeitern, das zeichnete sich da nicht gut ab. Und da bin ich geblieben, bin dann runtergekommen nach Neudeck bei der Glatz. Und von dort
Dort erlebte ich schon die ersten Aussiedler aus Schlesien, die in dem harten Winter auf der Straße waren, mit dem letzten, was sie noch hatten, und versucht haben, irgendwo hinzukommen, wo sie weiterkommen. Ich selber, wir hatten von der Schule, von der Arbeitsdienstschule, den Auftrag, wir müssen auch raus und müssen uns in Dresden melden. Und so sind wir nach Glatz gelaufen, das waren 6 Kilometer. Und als wir dort ankamen, bot sich ein Bild des Grauens. Dort saßen Frauen, Kinder, alte Menschen und haben sicher seit Tagen auf den Zug gewartet, um irgendwo hinzukommen, wo ihnen geholfen wird. Uns selbst, uns Mädels, hat ein Unteroffizier oder was er war, gefragt, wo wir hinwollen, weil wir waren ja Uniformträger. Und da hat er uns mitgenommen um einen Zug herum und hat uns dort reingesetzt und hat uns gesagt, wir sollen uns nicht bemerkbar machen, bis der Zug abgefahren ist. Es war ein Verwundetentransport. Wo der dann hingekommen ist, auch nach Dresden, weiß ich nicht. Wir sind irgendwo, haben wir den Zug dann verlassen und sind in Dresden gelandet. Und dort hatten wir dann, von dort aus wurden wir weiter nach Radeburg gebracht. Und in Radeburg, das Lager war, die Mädels waren auch schon alle in Klassen, aber die Führerin wussten, wie viele Menschen nicht, was wird aus uns und was machen wir. Und da wir nicht unnötig rumsitzen wollten, wir wussten, was mit den Flüchtlingen ist, die aus Schlesien gekommen sind, haben wir gesagt, wir machen Bahnhofsdienst in Dresden auf dem Hauptbahnhof. Und dort sind wir auch. Das haben wir auch gemacht und versucht zu helfen. Helfen konnte man nicht, aber wir haben es versucht. Und am 13. Februar, es war ein wunderschöner Tag, sind wir schon Vormittag nach Dresden gefahren und haben dann gesagt, ach, gucken wir uns nochmal die Stadt an. Da war ja alles noch heil. Und dann sind wir noch im Kino gewesen, im Soldatenkino. Und da wir Uniformträger waren, konnten wir also auch dort rein. Da war der Film Frau meiner Träume. Und als dieser Traum zu Ende war, sind wir auf die Straße raus. Und da kam Fliegeralarm. Den hat ja auch keiner so ganz ernst genommen. Und ein paar Soldaten, die ja auch rauskamen aus dem Kino, haben gesagt, wo wollt ihr hin? Na, wir haben gesagt, zum Hauptbahnhof. Na, wir auch, kommt mit. Und da sind wir mit diesen Soldaten zum Hauptbahnhof, weil die ihr Gepäck dort hatten. Die waren ja auch nur auf der Durchreise. Entweder auf Urlaub oder wieder an die Front. Und als wir dorthin kamen, fing es an zu brennen in der Gepäckausgabe oder ja, in dem Lager. Und da haben die Soldaten gesagt, es ist das Letzte, was wir noch haben und für viele der letzte Besitz. Wir räumen das aus. Und dann ist alles ausgeräumt worden, haben viele noch mit angepackt, haben das Gepäck auf die Straße gebracht und haben das der Polizei übergeben, damit das bewacht wird, damit da keiner rankam. Also das war nach dem ersten Angriff, als wir das Gepäck ausgeräumt haben. Und von dort aus sind wir dann eben zu einem anderen Platz und dort kam der zweite Angriff. Wir mussten wieder in einen Luftschutzkeller. Dort kam dann auf einmal der Luftschutzwart und sagt, es brennt das Treppenhaus. Da haben wir noch helfen löschen, was man machen konnte. Und von dort aus wollten wir wieder Richtung Kaserne, Richtung Hauptbahnhof, um zu sehen, was aus dem Gepäck geworden ist. Auf diesem Platz war ein Feuerregen, den ich in meinem Leben nie gesehen hatte und auch nie wieder gesehen habe. Wir sind an den Häuserwänden entlang und sind dann auch zum Hauptbahnhof gekommen. Und von dem Gepäck war alles noch ein Haufen Asche, das war alles, was von dem Gepäck übrig geblieben war. Und dann war dort ein derartiges Chaos, das kann sich kein Mensch vorstellen, was sich dort abspielte. Denn man hatte ja ohne Rücksicht auf Verluste noch weitere Flüchtlingszüge nach Dresden reingebracht. Und dort konnte keiner mehr helfen, da wusste keiner mehr, was sein sollte. Und da
sind wir bei den Soldaten geblieben, die wir ja überhaupt nicht kannten und nichts. Und die sagten, wir müssen uns in der Kaserne melden. Und da sind wir dann mitgelaufen raus zur Kaserne. Und in der Kaserne kam der dritte Angriff. So war es. Und dort, das haben wir aber gut überstanden, denn das spielte sich nicht direkt in der Kaserne ab. Die haben uns dann dort auch was zu essen gegeben. Wir haben auch dort eine Nacht wenigstens schlafen können und haben dann versucht, in unser Arbeitsdienstlager wieder nach Radeburg zu kommen. Das haben wir dann auch geschafft. Und ich war ein paar Stunden in Radeburg. Da kam mein Vater mit dem Fahrrad von Schwarzheide und sagte, Mädel, du warst in Dresden. Ich habe das gespürt. Und das war etwas, was man nur einmal im Leben erleben kann, wenn so etwas ist. Und das habe ich meinem Vater nie vergessen. Waren Sie nach den drei Angriffen nochmal in Dresden in der Stadt drin? Nein, nach dem dritten Angriff nicht mehr. Nein. Wir sind nach dem zweiten Angriff, als wir dann hoch zur Kaserne wollten, sind wir über den Postplatz gekommen und ich wollte treten und auf einmal war da ein Gesicht und die Straßenroller waren voller Leichen und die Phosphorleichen, die lagen dort und sahen aus wie Schaufensterpuppen. Das sind Anblicke, die vergisst man nicht und möchte es auch nicht mehr erleben. Wie ging es danach weiter in Radeburg oder von Radeburg aus? Ich war noch mal zu Hause, einmal mit dem Fahrrad auch nach Hause gefahren, über einen Wochenendurlaub. Von dort aus sind wir mit dem Zug noch nach Passau. Da sind wir mit dem Zug noch gefahren. Und in Passau kriegten wir dann den Befehl, dass wir uns in Oberammergau zu melden hatten. Und mit den Fahrrädern. Und da waren wir zu viert. Und unterwegs haben wir dann geschlafen, entweder im Heuschober oder in Scheunen oder was, und haben versucht, etwas zu essen zu kriegen. Und zwei, das waren ranghöhere Führerin, die waren dann eines Tages verschwunden. Wir waren dann bloß noch zu zweit. Und dann ging auch noch mein Fahrrad kaputt und da haben wir uns dann auf die Straße gestellt. Dort kamen LKWs mit Soldaten, die wussten ja auch nicht mehr wohin. Es war ja abzusehen, der Krieg war praktisch zu Ende und keiner wusste mehr, was war es. Und die haben uns mitgenommen und die hatten wir gebeten, uns im nächsten Arbeitsdienstlager abzusetzen. Naja, und das haben sie auch gemacht, aber das war ein männliches Arbeitsdienstlager, aber war leer. Es waren auch noch die Führer bloß da, die auch nicht wussten, was ist, sind wir politische Führer oder werden wir der Arbeitsdienst zur Armee gerechnet. Und die gaben uns dann die Adresse von ihren Frauen, sodass wir wussten, wo wir hin können. Und wir sind dann auch wieder mit dem Fahrrad von dort aus nach Saalfelden am Stein an dem Meer. Und dort haben uns die Frauen auch aufgenommen und wir wussten erst einmal, wo wir sind und dass wir aufgehoben sind, also in Sicherheit sind. Das wussten wir, das war. Ja. Und dort haben Sie auch das Kriegsende erlebt? Dort habe ich das Kriegsende erlebt, ja. Und nach Hause wäre ich ja gern, aber ich wusste nicht, ob meine Eltern noch leben. Mir hatte man gesagt, Schwarzheide ist geräumt worden und der Dreck ist an der Elbe unter Beschuss gekommen, sodass ich nicht wusste, ob ich noch ein Elternhaus habe. Und habe dann immer versucht, Post mitzugeben ins Reich, wenn jemand ins Reich fuhr, so sagten die Österreicher dann. Und meine Eltern haben die erste Post von mir kurz vor Weihnachten 1945 bekommen. Sie wussten also, ich lebe noch und haben dann Post an die Adresse, die sie dann hatten. Aber da hat mich der erste Brief Ende März 1946 erreicht. Und das war dann auch der Anlass, dass ich nach Hause, da gab es nichts anderes als nach Hause. Und am 26. April 1946 bin ich in Schwarzheide angekommen. Die Frau, die Kameradin, ich weiß nicht, wie ich sie jetzt richtig bezeichnen soll, mit der Sie da in Österreich waren, haben Sie die jemals wiedergesehen? Nein, die habe ich nicht wiedergesehen. Wir waren noch in Saalfelden zusammen und dort hatte sie dann jemanden kennengelernt und der hat sie mitgenommen. Und durch diese Kriegswirren, die dann waren, wir haben uns nie wieder gesehen. Leider nicht, nein. Die
Die ersten Jahre, die erste Zeit in Schwarzheide wieder zurück, 46, wie war das? Ja, es war erstmal wieder Heimat. Ja. Und ich habe auch am 15. Mai schon wieder angefangen zu arbeiten. Musste natürlich erstmal, ich hatte ja so gut wie nichts. 45, als ich nach Saalfelden kam, hatte ich die Uniform und mehr hatte ich nicht. Und ich konnte auch nicht mal in Berge gehen, als dann schon Ruhe war. Denn einmal in die Berge gehen kostete einmal Schuhsohlen ab. Ich habe bloß ein paar Schuhe besessen. Nein, und hatte dann eben auch ein bisschen wenigstens was anzuziehen, schon mir in Saalfelden angeschafft und konnte das auch. Und dann musste ich erstmal sehen, dass ich erstmal wieder Fuß fasste. Es war dann eben doch und erstmal meine Familie wieder hatte. Aber am 15. Mai habe ich dann im Werk angefangen zu arbeiten dagegen. Und ja, und da ist mein Leben hat sich dann im Werk abgespielt, wenn ich auch 13 Jahre in der Poliklinik gearbeitet habe. Aber es war ja auch der Betrieb. Wie waren die ersten Jahre hier mit den Russen, die hier waren? Die waren hart. Es war ja alles noch. Wir hatten ja noch Lebensmittelmarken, es war ja alles noch rationiert. Aber wir hatten einen Garten, wir hatten Feld. Da konnte man nicht auf die Röder, sondern da ist man aufs Feld gegangen. Und wir hatten, ich persönlich habe nicht gehungert. Meine Mutter hat es verstanden, immer etwas auf den Tisch zu bringen, wenn es auch nicht immer war, was war und nicht immer ausreichen. Aber wir haben immer etwas zu essen gehabt. Wir haben Tiere zu Hause gehabt, Kaninchen, Hühner, ein Schwein, eine Ziege. Und da muss ich sagen, die Ziege hat uns am Leben gehalten. Früh gab es eben, bevor wir zur Arbeit gegangen sind, eine Roggenmehlsuppe mit frischer Ziegenmilch. Und wir sind eben zur Arbeit gegangen und hatten was im Magen, was viele, viele nicht hatten. Und es gab viele Menschen, die gehungert haben, wirklich gehungert haben. Und dann war es hier in Schwarzheide immer noch anders als die Menschen, die in der Stadt gelebt haben. Und wenn einer gehungert hatte vorher, dann war es auch mein Mann, den ich dann 50 hier kennengelernt habe. Der hat echt gehungert. Wenn Sie jetzt so zurückblicken, was denken Sie über Ihr Leben? Dass ich ein ereignisreiches Leben hatte und habe und trotzdem sagen würde, ich habe ein zufriedenes Leben. Ich habe das Beste aus meinem Leben gemacht und ich hatte auch viel Glück. Dass ich das alles überstanden habe, ist doch schon viel Glück und dafür bin ich dankbar. Ich bin dem Schicksal dankbar, dass ich das alles gut überstanden habe, was ich erlebt habe und mir nicht zum Schaden gereicht ist und dass ich heute ohne Bitterkeit an all das zurückdenken kann. Dass ich Dankeschön meinem Schicksal sage, denn wenn ich auch früh meinen Mann verloren habe, aber mein Sohn und meine Enkelkinder geben mir das, was ich eben habe, wo ich sagen kann, da bin ich ein bisschen stolz auf. Und ich hoffe, wenn ich kann, will ich gerne noch ein bisschen hierbleiben. Zwar bin ich heute ein unnützes Wesen geworden. Ich bin unbeweglich geworden, weil ich ja kurz vor meinem 91. Geburtstag mein Auto abgegeben habe. Aber das habe ich selber getan, weil ich der Meinung war, in dem Alter gehört man nicht mehr auf die Straße, weil man nicht mehr reaktionsschnell genug ist. Und ich klage weder über was. Ich bin zufrieden, echt zufrieden mit meinem Leben. Und die einzige Angst habe ich, dass das politische Leben sich in der ganzen Welt eben nicht gerade gut entwickelt. Ich habe Angst, nicht für mich, sondern was für Leben erwartet mein Enkel, mein Urenkel. Und da hoffe ich nur, dass es ein Gutes ist. Das ist das Einzige. Ansonsten habe ich keine Sorgen. Meine Gesundheit ist, es geht immer noch, ich bin zufrieden und ich klage auch nicht. Das, was ist, was, die Krankheit, die muss ich selber mit mir ausmachen, die geht anderen nichts an. Das Jammern gibt es nicht. Vielen Dank.
Und damit sind wir am Ende unserer aktuellen Sendung angekommen. Für Sie geht es aber noch weiter mit unserem Serviceteil voller Kleinanzeigen und weiteren Infos. Bis bald, bleiben Sie gesund und seien Sie nett zueinander. Ihr Stefan Thomas.